sieht aus wie ein Straßenopfer. Ich glaube nicht, dass die Leute, die da draußen sind, den ganzen Tag zu Hause sind, dass die besser aussehen. Guten Morgen, liebe Leute. Heute ist der 19.3., der vierte Tag, wo wir zu Hause sind. Und ich sehe jetzt schon aus wie ein Penner. Ja, und ich habe gerade schon gesagt, ich schminke mich gleich ein bisschen. So geht das nicht weiter hier. Das könnt ihr euch auch nicht angucken. Das ist so. Komm, essen. Und ich möchte noch was... Nee, machen wir gleich. Wir essen jetzt erstmal. Ich habe nämlich heute Nacht was gemacht. Du hast heute Nacht was gemacht? Ja, Beweismaterial. Du kriegst gleich Beweismaterial an den Ohren. So, was wollte ich jetzt sagen? Heute ist der vierte Tag, ne? Multivitaminsaft. Warum? Was soll das? Ja, haben wir doch mitgenommen. Wer hat das getan? Du. Nein. Das will ich nicht. Hugo. Was wollte ich jetzt noch sagen? Nee, wir essen jetzt erstmal und dann geht's gleich weiter hier im Programm, ne? Was machen wir jetzt erst? Soll ich dir das zeigen, was ich dir zeigen wollte? Oder wollen wir noch ein bisschen zu der aktuellen Situation sagen? Nee, dann raste ich wieder aus. Zu der aktuellen Situation sage ich, riech mich lieber nicht auf. Wir sind wirklich die ganze Zeit zu Hause, haben eingekauft für echt, ich glaube, für 2 Wochen haben wir genug zu essen zu Hause. Und die Menschen gehen in die Stadt, sie treffen sich. Was ich da gesehen habe, wann war denn das? Montag, wo wir frei hatten. Sie stehen bei McDonald's in Gruppen mit 20 Leuten. Warum? Habt ihr es nicht verstanden? Ganz ehrlich. Nein, habe ich nicht. Ich könnte ausrasten. Behaltet euren Arsch zu Hause, wenn ihr nicht raus müsst. Es gibt genug, die raus müssen. Und dann ist das auch okay. Aber... Ihr müsst nicht mit 20 Leuten vor irgendwelchen Supermärkten rumstehen und da rumlabern. Ihr müsst jetzt nicht auf den Fußballplatz. Ihr habt keine Ferien, gerade die Jungen. Es sind keine Ferien. Ja, es ist kein Urlaub. Die Leute tun so, die laufen durch die Stadt und sitzen in den Cafés mit ihren Sonnenbrillen und beobachten die Leute. Ja. Nah an nah, dicht an dicht, sitzen sie da mit 100 Leuten vorne vorm Café und futtern Eis. Ja, die Menschheit hat es nicht besser verdient. Es ist einfach so. Also wir werden auf jeden Fall das Haus nicht verlassen, ne? Nur wenn es wirklich notwendig ist. Ansonsten werde ich sämtliche soziale Kontakte meiden. Ich habe nicht mal Kontakt mit meinen Eltern, nur per WhatsApp. Und so wird es auch bleiben, ne? Über die nächsten Wochen. Ja, wir gucken mal. Wie gesagt, wir haben ja jetzt das Datum gesagt. Heute ist der 19., damit ihr das so ein bisschen verfolgen könnt. Weil ich nicht genau weiß, wann ich das Video schneide. Aber das wird ziemlich zeitnah, denke ich, jetzt kommen. Mhm. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das hier alles so wird, ne? Auf jeden Fall jetzt mal was Lustiges. Du sagst ja immer, ich schnarche, ne? Du schnarchst wie ein Bär. So, heute Nacht habe ich war so kaputt, aber ich dachte, nee, komm, nimm das Handy und filme es. Also den Ton, ne? So, mal gucken, was du jetzt sagst. Moment, wird noch besser. Zum Schluss hin wird es noch richtig krass. Das findet sie jetzt lustig. Was sagst du dazu? Ich bin seit 4 Wochen erkältet, du Dovi. Das Schlimme ist... Du sagst immer zu mir, dass ich schnarche. Ja, du, bei dir ist das Problem... Und dass du nicht schnarchst. Nee, das habe ich nie behauptet. Bei dir ist das Problem, du legst dich hin, schläfst auf der Stelle und fängst sofort an zu schnarchen. Da kann du kein auch. Anderer Mensch bei einschnarchen. Du hast dich gestern hingelegt, 2 Minuten später. Und da habe ich gedacht, komm, versuch mal einzuschlafen. Und dann bin ich eingeschlafen. Du hast längst vor mir geschlafen. Nein. Ja, ich habe noch bis... Und dann bin ich eingeschlafen. Ich habe noch bis halb eins... Ich bin selbst nach dir ins Bett gekommen.
Und habe danach noch mit meinem Handy gespielt. Und dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich wieder aufgewacht, weil du so geschnarcht hast. Ach so. So, was mache ich denn jetzt? Mache ich mich ein bisschen fertig? Man fühlt sich schon ein bisschen besser dann, ne? Ja, das kann man auch so nicht ertragen. Ja, ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf und dann mache ich uns gleich Spaghetti-Salat. Jetzt können wir nicht mal deine Eltern zum Grillen einladen. Ja, es ist mir einfach zu gefährlich. Wenn ich jetzt das Virus in mir habe oder du und wir das echt auf Papa oder auf Mama übertragen, ja, das ist die Möglichkeit, ist das nicht so lustig, die Möglichkeit, ne? Besteht durchaus, ne? Und durchgehend. Weil ja, du und weißt, wenn man hier nicht, so dicht aufeinander hockt. Wann und wo du dir das einfangen hättest haben können. Ja. Zu jeder Zeit. Ich werde jetzt dieses Chaos beseitigen, Spülmaschine ausräumen. Das habe ich gestern Abend nicht mehr geschafft. Spülmaschine wieder einräumen. Dann habe ich die Wäsche schon wieder angestellt. Dann werde ich jetzt gleich diese ganze Wäsche abnehmen, alles falten, wegsortieren. Und ja, dann wollen wir nachher ein bisschen grillen. Dann mache ich gleich Spaghetti-Salat. Und dann gucken wir mal, dann mache ich mich gleich ein bisschen fertig. Weil man fühlt sich ja doch ein bisschen besser, wenn man geschminkt ist. Kann ich noch was für Sie tun? Ich schmink mich nicht, Holger. Das ist der Beweis, Corona ist in Wirklichkeit ein Zombie-Virus. Hm. The Walking Dead für Fortgeschrittene. Und das muss ich 24 Stunden am Tag, 7 Tage in die Woche sehen. Hier, schauen vor Montags auf. Warum soll ich mich jetzt schminken? Fertig ist der tollwütige Zombie. Ich sehe es jetzt nicht ein, mich zu schminken. Warum? Du siehst aus wie... Ich sehe du aus, wie ich aussehe. Wie überfahrener Waschbär. Und das ist jetzt auch egal. Du siehst aus wie ein Straßenopfer. Ich glaube nicht, dass die Leute, die da draußen sind, den ganzen Tag zu Hause sind, dass die besser aussehen. Oder? Oder? Jetzt nur noch ordentlich durchziehen. Lass den hier noch so eine Stunde stehen, dann kommt er in den Kühlschrank und dann können wir nachher essen. Machst du jetzt? Hä? Was machst du jetzt? Rostlauch. Du kannst noch ein bisschen Badekonfetti hinzugeben. Nee, damit sie es auch schön haben. Boah, nee, nicht. Nee? Mhm. Machst du den Grill schön sauber? Mhm. Das erste Mal, dass der dieses Jahr in Betrieb ist. Und letztes Jahr war es so schnell, dann bin ich auch spät. Die sind ja bestimmt seit einem halben Jahr benutzt alles. Mhm. Freust du dich mehr aufs Fleisch oder auf den Spaghetti-Salat? Nee. Kombination. Ja. Die Kombination aus allem macht das. Ansonsten könnte ich mir einfach ein Stück Fleisch in die Pfanne haben. Das wäre dann ja auch wie grillen, ne? Mhm. Aber es schmeckt besser, wenn es direkt aus dem, vom Grill kommt.
uns wird nicht langweilig, ne? Nee, langweilig wie mir schon. Also Langeweile gibt es nicht. Ich glaube, ich könnte vielleicht so nach 2 Jahren oder so, würde ich vielleicht mal sagen, okay, jetzt kann man vielleicht mal... Warte mal ab, wenn wir so erstmal die nächsten Tage anfangen dürfen, den Rasen zu vertikutieren. Ja. Da sind wir bestimmt 3 Tage bei. Mhm. Moin! Guten Tag, junge Frau. Hallo. 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 Du bist immer unterwegs, ne? Du bist nicht in Quarantäne. Nein. Tiere können das auch nicht kriegen, ne? Nee. Wieso eigentlich nicht? Guck's mir hier. Oh, Mausi. Das ist so schön, dass du uns besuchst. Hier, hm? Der Haushalt ist gemacht, Spaghetti-Salat ist gemacht und der ist jetzt im Kühlschrank. Waschmaschine läuft noch. Jetzt ist es 4:15 und ich habe gedacht, ich fange jetzt schon mal an, hier ein neues Video wieder zu schneiden, weil das dauert ja auch immer seine Zeit. Manuel guckt einen Film, der hat den Fernseher so laut, da kann ich nicht sitzen. Deswegen bin ich jetzt hierher und fange schon mal an zu schneiden. Und ja, das dauert ja echt immer ganz schön lange, aber jetzt habe ich ja Zeit und das ist alles so unwirklich. Man sitzt hier 4:15 auf dem Donnerstag und schneidet ein Video. Das ist überhaupt ja gar nicht meine Zeit. Meistens mache ich das ja immer samstags oder wenn montags abends oder wenn ich es schaffe, dienstags nachmittags. Aber hier auf dem Donnerstag zu sitzen 4:15, das ist alles so komisch und unwirklich. Aber gut, wir machen das Beste daraus. Warum sollen jetzt keine Videos kommen? Ich kann ja jetzt nicht hier sitzen und Trübsal blasen. Deswegen, ja, fange ich jetzt mal an. Und ja, dann sehen wir uns später, wenn wir den Grill anschmeißen. Was soll diese Aussage schon wieder? Kameras an, du kannst nicht meckern. Doch, ich kann meckern, wie ich will. Solche dusseligen Aussagen. Mama holt immer solche Mengen. Dann frage ich mich immer, wer kommt hier noch? Wir essen mindestens heute und morgen davon. Ja. Ja. Also ich esse dann also heute 2 Stücke und morgen 2 Stücke. Nee, du kriegst keine 2 Stücke, weil das ist zu viel. Du kriegst heute einen halben und morgen einen halben. Alle und Vegetarier, bitte jetzt mal wegschauen. So. Die anderen beiden, die sind noch haltbar. Die lassen wir schön im Hamstermodus, in Quarantäne im Backofen, wollte ich gerade sagen, im Kühlschrank. Und du kannst dich dann gleich um die Salate kümmern. Um das Brot und um Peperoni und um die Sachen. Nee, ich muss erst Wäsche aufhängen, du. Muss ich jetzt erst machen. Du musst dich jetzt an meinen Zeitplan halten. Deiner ist mir jetzt gerade egal. Wer kommt denn noch alles? Ja. Hm? Ja. Wer denn? Ja. Die alle. Ja gut, okay, für 2 Tage. Ja, eben. Sind ja auch nur kleine Stücke, du haust ja auch gut was weg. Ne? Willst du jetzt behaupten, dass ich verfressen bin? Nee. Nein, das nur ist durch die... für 2 Tage und davon essen wir bestimmt morgen Abend dann nochmal und deswegen weiß ich gar nicht. Ja, ich esse einen Nackensteak und ein Bauchfett, wollte ich gerade sagen. Bauchspeck. Genau, Bauchfett. Bauchfett. Für mein Bauchfett. Grüne, deswegen habe ich noch halt Holzfäller mitgebracht, weil ich die grüne Marinade nicht mag. Was für ein Holzfäller? Holzfäller. Das ist ein Holzfäller. Mm. Ich bin immer so ein bisschen eigen, was die Marinade angeht. Genau. Eigentlich ist es ein bisschen eigen, was egal was angeht. Genau. Mhm. So, ich hänge noch schnell die Wäsche auf. Gut ist drin? Ja. So, also nehmen das nicht immer als Meckern auf. Das ist Meckern. Wenn du mit Barfuß, ne, am 19. März draußen stehst und es ist kalt,
Ich würde mir jetzt einen Schal draußen umtun. Du? Du würdest jetzt auch im Wintermantel rumlaufen, ich aber nicht. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Das ist alles. Okay? Wenn du so weitermachst, kommst du in Quarantäne. Du, das wäre schlimm, wenn ich gar nichts sagen würde. Dann kommst du in Quarantäne. Überleg mal. Denk da mal drüber nach, Manuel. Manuel. Ne? Du kommst in Quarantäne. So, guck mal, wie gut es uns geht. Ja. Lecker Nackensteak, Tomatensalat, Nudelsalat, lecker Brot, selbstgemachte Knoblauchsoße, Kräuterbutter, wollte ich sagen. Guck mal, jetzt wollen wir mal hoffen, dass diese scheiß Krise schnell vorbeigeht und wir unser normales Leben wieder haben. Da müssen wir nicht auch noch miteinander meckern. Wenn hier jemand meckert, bist du das. Zieh dir doch einfach draußen Socken an. Wo ist das Problem? Ich will keine Socken. Dass du nicht krank wirst. Ich will keine Socken mehr ziehen. So, jetzt guten Appetit. Geht's los. Komisches Spiel. Stranger Things. Wie? Das ist doch eine Serie. Ja, das ist ein Spiel dazu. Auf Amazon oder was? Ja. Das ist so wie... Weißt du, so sah das aus 1994, wo ich... 84, 85, 86. Das ist Commodore-Grafik, ist das cool. Sonst geht's, danke. Sonst geht's gut? Ich würde es euch machen, mir eine neue Playstation kaufen, damit ich auf der Couch liegen kann und irgendwelche Sachen zocken. Wieso? Der Garten? Es ist draußen dunkel. Ja, es ist Abend. Aber heute über Tag, was hast du da denn gemacht? Vielleicht sollte ich den Ton mal abschalten. Du sinnvolles Wesen. Ich sag auch nicht. Ich darf auch nichts mehr sagen, ne? Mhm. Kurz davor, dass du in Quarantäne hinten in die Gartenhütte gehst. Vielleicht Auseinandersetzungen heute, ja. Schon wieder. Es ist, kurz ist noch nicht davor, mal eine Woche rum. Kurz davor, dass du in der Gartenhütte in Quarantäne gehst. Mit deinem Rumgeplärre und Rumgemeckere. Mhm. Ich habe recht, das weißt du auch, tief im Inneren. Nein, weißt tief du's. Im Inneren weißt du, dass du mir gerade auf den Sack gehst. Du hast überhaupt nicht recht. In so, etwa 0%. How loud ist das denn nun? Keine Ahnung. 9:30? 10? 10 Uhr. 10 nach 10. Mhm. Zeit, um gute Nacht zu sagen. Peter Lustig. Ja. Es war ein anstrengender Tag. Wir haben viel gemacht. Also nach diesem anstrengenden Tag auf dem Sofa freue ich mich total auf mein Bett. Mhm. Müsstest du sagen. Ich lag hier heute höchstens eine Stunde. Ja, und in der Stunde, wo du anwesend warst, warst du nur am Nerven. Ich habe nämlich die ganze Zeit In der Stunde, wo du anwesend warst, warst du auch nur Manuel, am Nerven. Manuel, du kannst auch mal sagen, ich bin stolz auf dich, was ich hier heute schon wieder alles geschaffen habe. Ich kann auch sagen, du bist ganz schön nervig. Und das nach erst vier Und das nach erst vier du, Tagen. Was vier ich Tage. Hier heute alles geschaffen habe, mhm. Überhaupt Deutsch? Nein. Geschafft. Also, vier Tage Und wir sind kurz vorm Lagerkoller. Nee, ja. Ich nicht. Ich schon. Du? Ja. Du bist auch so ein Typ, du kannst auch nicht gut zu Hause sein. Nee, ich könnte wirklich wochenlang hier eingesperrt sein und mir würde das nichts ausmachen. Ja, mir macht das auch nichts aus, wenn du nicht so nervig wärst. Ich bin auch also, nicht nervig. Also, es ist jetzt eine ganz, ganz klare Sache, wenn du weiter so nervig bist, wie du zurzeit bist, dann ziehe ich in den oberen Stock und dann bleibe ich da. Weil dann habe ich meine Ruhe. Wollen wir morgen auch filmen? Geplärre. Es kommt drauf an, was morgen zu tun ist. Was morgen zu tun ist. Wenn es morgen trocken ist und ein wenig Sonne ist da, dann könnten wir in den Garten gehen und den Rasen anfangen zu vertikutieren. Du. Wir. Draußen ist es deine Aufgabe. Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine Sonderaufgabe. Das ist sowas wie Bäume schneiden. Sonderaufgabe. Ja, das ist eine Sonderaufgabe. Das hat nichts das mit... Das könnte ich ja hier drinnen dann auch mal so sagen, ne? Ja, was soll hier denn eine Sonderaufgabe sein? Das wäre sowas wie Decken streichen. Decken streichen ist auch eine Sonderaufgabe. Oder fällt die dir zu? Also.
Du hast für alles eine Ausrede. Wenn das Wetter morgen entsprechend wäre, könnten wir mal im Garten anfangen, zum Beispiel den Rasen zu vertikutieren. Der ist nämlich ganz schön moosig, habe ich vorhin gemerkt, als ich versucht habe, darüber zu laufen. Und Fossi fährt schon seit 3 Tagen ununterbrochen, um den Rasenkur zu kriegen. Ja, können wir machen. So. Oder so ähnlich. Hängt aber ein bisschen vom Wetter ab. Genau. Also ja. Nicht streiten, ihr Lieben, ne? Das Leben ist zu kurz. Ja. Das ist ja mein Spruch, ne? Auch für diejenigen, die nicht in Quarantäne sind. Wir sind ja in freiwilliger Quarantäne. Wir gehen ja nicht raus, weil was sollen wir da? Es ist ja total sinnfrei. Also ja. Eigentlich ändert sich nichts an unserem normalen Alltag. Nee. Vermeiden Sie soziale Kontakte. Yeah. Ihr wisst, wir sind Moffs. Ja. Und dementsprechend habe ich hier jetzt das Virus-Pandemie-Zombie-Szenario eingeschaltet und habe sämtliche Jalousien verriegelt. Bleibt schön zu Hause. Wenn ihr nicht raus müsst. Ja. Und raus müsst heißt wirklich raus müssen. Ich meine, wenn ihr an die frische Luft wollt, dann fahrt irgendwo in den Wald, wo sonst keine Leute seid. Haltet euch nur mit den Leuten auf. Wo sonst keine Leute seid? Wo sonst keine Leute sind. Und geht nur mit den Menschen dahin, mit denen ihr zu Hause auch zusammen seid. Trefft euch nicht mit anderen. Geht in den Wald, geht eine Stunde spazieren, fahrt wieder nach Hause. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in den Garten zu gehen, geht einfach in den Garten oder auf den Balkon und haltet euch von anderen Menschen fern, weil das ist nicht gut. In diesem Sinne. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haltet euch von Menschen fern. Und jetzt könnt ihr eigentlich abschalten.